Ja, hallo, hier ist der Jan von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Heute werden wir uns zwei Sachen angucken, nämlich was ROS-Services und was ROS-Parameter sind. Dazu brauchen wir eigentlich nur zwei Befehle, nämlich ROS-Service, wie der Name schon sagt, und ROS-Param. Gut. Als allererstes öffnen wir wieder unser Terminalfenster und wir werden wieder unsere beliebte Schildkröte von vorhin starten oder von unseren vorherigen Tutorials, die ihr euch hoffentlich angeguckt habt. So, also wir wollen jetzt mittels ROS-ROM die Schildkröte einmal starten. Turtle Sim und Turtle Sim Node. Na, da haben wir natürlich einen Fehler reingekriegt. Damit wollte ich euch demonstrieren, dass es immer ganz wichtig ist, den ROS-Core zu starten. Denn ohne den ROS-Core geht gar nichts. Der ROS-Core kommuniziert nämlich mit euren gestarteten Knoten. Gut. Starten wir in ROS Core, öffnet sich sofort das Schildkrötenfenster. Nun wollen wir die Schildkröte aber wieder kurz fahren. Da öffnen wir wieder ein nächstes Terminalfenster und geben ein ROS RON Turtle Sim und Turtle Unterstrich Teleop Key. Mittels diesem Befehl konnten wir die Schildkröte fahren. Nämlich hier steht auch direkt Use Arrow Keys to move the Turtle. Gut, aber was hat das mit den Services und Parametern zu tun? Werden wir uns jetzt angucken. So, ich öffne jetzt ein weiteres Terminalfenster und wir werden jetzt einfach mal ganz dreist hier eingeben ROS Services Service, Entschuldigung, List. Was waren Services nochmal? Services haben Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen. Wie das funktioniert, werden wir uns gleich nochmal angucken. So, hier kriegen wir jetzt eine Liste von Services rein. Wie diese einzeln funktionieren, wir werden uns zwei angucken. Einmal Clear und einmal Spawn werden wir uns angucken. Aber hier gibt es noch viele weitere, die wir benutzen können. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen interessanten Part. Wir wollen jetzt wissen, wie das funktioniert. Um zu wissen, wie es funktioniert, können wir uns parallel nochmal ein Terminalfenster öffnen und gucken, wie zum Beispiel der Befehl Clear funktioniert, der Service Clear. Dazu ROS Service eingeben, Type, haben wir bei ganz vielen vorherigen Befehlen schon gesehen, dass der Befehl Type uns immer Informationen reinholt. Type, was wollten wir nochmal? Genau, Clear. So, dies bedeutet, er braucht keine Parameter. Also wollen wir ihn mal ausführen. Wir behalten unser Schildkrötenfenster im Auge, denn wer hätte es gedacht, der Befehl Clear, der wird dieses Schildkrötenfenster wieder bereinigen. Also die Spur der Schildkröte, die wird hoffentlich verschwinden. So, also ROS Service Call. Mit dem Befehl Call können wir einen Service, ne, starten, rufen und den Servicenamen eingeben. Ganz einfach eigentlich. Und einfach Enter drücken. Und wer hätte es gedacht, die Spur der Schildkröte ist verschwunden. So, gucken wir uns aber mal etwas Anspruchsvolleres an. Nämlich, ich hatte euch gerade schon gesagt, hier gibt es noch einen Service, der heißt Spawn. Geben wir ein ROS Service Type Spawn. So, gerader Strich. Und jetzt können wir uns direkt noch mittels ROS SRV Show anzeigen lassen, die Parameter anzeigen lassen. So, also was will er? Spawn bedeutet, wir wollen eine neue Schildkröte platzieren. Irgendwo in diesem Fenster. Dieses Irgendwo sind die X- und Y-Koordinaten. Dann bekommt die Schildkröte noch einen Namen und wir können noch einen Winkel übergeben, in welcher Richtung die Schildkröte ausgerichtet ist. Gut. Können wir einfach mal direkt anwenden. So wie eben, ROS Service Spawn. Entschuldigung. Call Spawn. Und jetzt übergeben wir ihm die Parameter. Z zum Beispiel 2, 2, 0,2 und keinen Namen. Gut. Alles richtig gemacht wurde, wird hier eine neue Schildkröte platziert. Und was auch noch viel wichtiger ist eigentlich, diese Zeile hier. Ich habe euch ja erzählt,
Services haben immer einen Request und einen Response. Also es geht etwas rein, nämlich diese Parameter haben wir reingeschickt. Und was kommt raus? Es kommt ein Name raus, wie die Schildkröte heißt. So, die nächste Sache, die wir uns angucken wollen, ist, wir haben uns jetzt die Services angeguckt. Nun gibt es aber noch Parameter, nämlich den Befehl rossparam. Gut, wir bleiben wieder in unserem Fenster und wir können jetzt einfach mal eingeben rossparam list. Wo kriegen wir eine Liste mit Parametern, die wir einstellen können oder wovon wir uns Informationen reinholen können? Gut, dies geht mittels zwei Befehle, einmal set zum Eingeben und get zum Rausholen. Können wir einmal den Befehl set anwenden, nämlich hier haben wir den Hintergrund mit den Farben RGB. Können jetzt einfach mal rossparam set background, nämlich genau das, was hier steht. Jetzt übergeben wir ihm einen Parameter. Ich werde jetzt einfach mal 20 eingeben. Rossparam set background unterstrich R 20. So. Um das anzuwenden, müssen wir wieder Ross Service starten. Ross Service clear. So. Und dann wird erst unser Set angewandt. Also set background unterstrich R 20. Man sieht, die Farbe, Hintergrundfarbe hier hat sich leicht verändert. So. Nun können wir uns aber die Informationen auch wieder reinholen. Einfach ganz gegensätzlich quasi, mittels ross param get, nicht set, background unterstrich R. Und hier steht genau die 20, die wir hier eingegeben haben. So, ja, das war's auch schon für heute. Das haben wir uns angeguckt. Wir haben uns Ross Service angeguckt. Man kann sich die Services mittels Ross Service List ausgeben lassen. Man muss sich die Informationen reinholen, welche Parameter sie brauchen. Und dann haben wir uns angeguckt Ross Parameter. Ross Parameter kann man entweder bearbeiten und man kann sich Informationen darüber reinholen. So wie wir es hier gemacht haben. Nämlich die Hintergrundfarbe verändert. Und man kann sich natürlich auch angucken, welche welche Rossparameter es gibt. Gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und tschüss.